Hey Gothic-Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Tierlist-Video und heute habe ich mir mal gedacht, wir bewerten die Rüstung von Gothic 2 nach dem Aussehen. Die nach den Werten zu bewerten wäre ein bisschen langweilig, weil natürlich ist die stärkste Rüstung die mit den höchsten Werten und das ist natürlich gleichzeitig auch die beste Rüstung. Und hier dachte ich mir mal, das Aussehen ist doch was Schönes. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Rüstung ist für euch Gott hier, welche wunderschön, welche sieht einfach nur okay aus, welche ist nicht so euer Stil. Und welche gehört direkt in den Alltextil-Container? Und ich würde direkt mal anfangen mit der Bauernkleidung. Das Programm hat es mir jetzt irgendwie quadratisch abgeschnitten. Ich kann es hier nochmal zeigen. Genau, die Bauernkleidung findet man direkt am Anfang des Spiels in Loberts Truhe. Da kann man sie sich klauen. Oder man absolviert ehrliche, harte Arbeit und bekommt sie dann für 30 Gold, wenn man alles richtig gemacht hat. Ihr kennt sie ja alle. Ich fand die aber jetzt nie sonderlich schön, wenn ich ehrlich bin. Ist halt eine Bauernkleidung, deswegen hätte ich die hier eingeordnet. Die nächste Rüstung müssen wir mal gucken. Ah ja, ist ja auch wieder so eine Bauernkleidung. Ne? Ich glaube, die hat sogar Lobert selbst an. Die finde ich zwar... Na, obwohl, finde ich die schöner? Nee, ich finde, die gehört auch so in nicht meinen Stil. Es sind halt so diese Anfangs-NPC-Rüstungen, ne? Die sind nicht sonderlich geil. Ich würde damit jetzt auch nicht im Endgame rumrennen wollen. Die nächste Rüstung allerdings ist eine Rüstung, die ich schön finde. Das ist Bloodwinds Rüstung. Die gibt mir auch direkt, die sieht man ja dann in Jaqen da, das erste Mal wieder. Und die gibt mir diese Gothic 1 Vibes mit den Gardisten. Und deswegen, ich fand die schon immer wunderschön und deswegen gehört die auch direkt hier rein für mich. Die nächste Rüstung bzw. Kleidung ist die Bürgerkleidung. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche Bürgerkleidung ich von allen am besten finde, wäre es nicht die. Die gehört bei mir auch nicht mein Stil. Ich denke, es ist entweder die von Kanta oder die von Rengaru. Rengaru hat ja diese braune Kleidung an, ne? Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, die ist mehr Classic. Die ist okay. Und die ist auch nicht so mein Stil. So hätte ich die eingeordnet. Ja. Hier hat man die nochmal. Das ist die von Kanta. Und das war die von Rengaru, genau. Ja. Und die haben ja auch viele Bürger. So diese mittelständischen Bürger haben die oft an. Oder unten im Hafenviertel auch relativ viele. Und das ist eher so eine Händlerkleidung oder so eine reicheren Kleidung gewesen. Ja. Okay, die suchenden Kleidung, die ist hier gerade gar nicht dabei. Dann gehen wir mal zu Korangas Rüstung. Korangas Rüstung ist für mich eine der schönsten Rüstungen im Spiel. Hier ist es, also in Gothic 1 war es ja die hohe Templer-Rüstung. Die hohe Templer-Rüstung fand ich tatsächlich wirklich auch da in Gothic 1 mit die schönste Rüstung. Deswegen ist für mich Gott hier ganz klar, ohne Frage. Ich meine, so wie die gearbeitet ist, wenn ich jetzt ranzoome, verpixelt, das war nur mehr, weil ich es von Mondgesänge runtergeladen habe. Eine Datenbank kann ich jedem ans Herz legen. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr alle Werte nochmal angucken. Und da habt ihr auch die schönen Bildchen zu jeder Rüstung. Ich finde, die ist halt super schön gearbeitet. Und man hat hier dieses Schläferzeichen in der Mitte. Und überall so kleine Beschriftung und Details, deswegen für mich einfach nur Gott hier. Nächste Rüstung, die suchenden Rüstung. Ja, also ich fand sie angsteinflößend und ich würde aber nicht sagen, dass sie wunderschön ist. Also die haben ja auch hier ihr Reißverschlussgesicht und ihre BDSM-Maske an. So, die Farbgebung ist ganz cool, deckt sich mit diesem Belia-Untoten... Wirrwarr, Schwarzmagie-Wirrwarr, ich sag's mal so. Und passt gut ins Thema. Ich finde die einfach nur okay. Tatsächlich. Die hat verdammt hohe Werte, ne? Die hat Schutz vor Waffen 130 und sowas. Das kann man sich ja mal angucken, wenn man in Marvin-Mode geht oder die Mondgesänge-Datenbank aufruft. Die nächste Rüstung ist Diegos Rüstung. Diegos Rüstung finde ich cool. Ich fand die als Kind immer cool, weil ich die da auch das erste Mal immer an... wie heißt der, Dexter gesehen habe, ist halt die normale Schattenrüstung. Ich finde, die sieht okay aus. Die ist nicht wunderschön, dazu fehlt mir noch was, aber die ist okay. Da haben wir die Suchenden, ja genau, hier, mit dem Reißverschlussgesicht, ne? Die kennt ja jeder. Die Feuermagierrüstung, beziehungsweise Robe. Robe der Feuermagie ist für mich wunderschön. Das Ding, ich habe mich immer drauf gefreut, wenn ich Novize war, dass ich die in die Finger bekomme, weil, ja, Magier zu werden, man fühlt sich das erstmal so richtig erhaben. Das hat ja auch so ein kleines
Amulett, ne, was rot leuchtet. Vielleicht sieht man es ja hier. Ja, hier unten. Aber wenn ich mal ganz ranzoome. Dieser kleine Pixel in Rot hier. Das war das Amulett. Wunderschön gearbeitet hier mit den Lederriemen sind das wahrscheinlich, ne, mit dem Gürtel. Den Gürtel kann man sich dann in die Nacht des Raben noch extra dazu kaufen. Als Verstärkung praktisch für den Schutz vor Waffen und so. Und hier mit diesen kleinen Feuerdetails, wirklich geile Robe. Ich finde die auch geiler als die schwere Feuermagierrobe, ganz ehrlich. Nächste Rüstung ist Gregs Piratenrüstung. Gregs Piratenrüstung. Ich weiß nicht, der Helm, der Hut, der war immer verbuggt. Man hat dann immer die Haare durchgesehen oder es hat völlig andere Texturen angenommen. Und ich glaube, aufgrund dessen hätte ich gesagt, sieht okay aus. Wäre es jetzt nicht komplett verschissen worden durch die Textur, wäre sie fast wunderschön. Ich würde sie hier dazwischen einordnen, tatsächlich. Es ist für mich noch, wenn man jetzt A, B, C, D, E, so ein C+, hätte ich gesagt. Deswegen würde ich die ganz vorne, dann Diegos Rüstung, dann die suchenden Kleidung und dann die bürgerlichen Kleidung. Genau, so würde ich die anordnen. Nächste Rüstung, die Lederrüstung. Ich glaube, die kauft sich jeder, wenn man das erste Mal in die Stadt kommt, ne? Viele Mods machen die dann auch anders, dass er so... so Pelzsachen hier dran sind und Armschienen und alles, dass man die dann noch verstärken kann. Aber die ganz normale Lederrüstung, weiß nicht, so coole Hose und so, ne? Ich fand die in Ordnung. Ich fand die nie schön, tatsächlich. Es war halt einfach nur ein Mischmasch aus Braun. Wenn ich jetzt immer einen Screenshot für eine Gothic-Folge gemacht habe, habe ich immer geguckt, dass ich diese Rüstung nicht anhab, weil in Gothic ist alles so in Braun und Grau und so einen komischen Grün gehalten, so einen blassen, dunklen Grün und da verschwimmt alles wirklich in dem Thumbnail, du erkennst gar nichts mehr, weil fast alles braun ist, deswegen würde ich sagen, sieht okay aus. Nächste Rüstung, die leichte Drachenjägerrüstung. Von den Drachenjägerrüstungen im Allgemeinen finde ich die am schönsten. Die mittlere und die schwere, die haben zwar auch irgendwo was, sind aber jetzt nicht die schönsten Endgame-Rüstungen, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem, die finde ich auch wunderschön, tatsächlich. Ist cool gearbeitet, hat irgendwie was Elegantes. Ich finde, das ist so eine Art Witcher-Rüstung. So kam mir die immer vor, wie eine Witcher-Rüstung. Ja, dass er halt noch agil und beweglich ist, aber trotzdem ganz gut geschützt. Nächste Rüstung. Ach Gott. Ja, Milizkleidung, die finde ich hässlich. Ich bin ganz ehrlich. Dieser Rock, dann die Schüchen. Normal haben die dann hier kniefrei, beinfrei. Die haben nicht mal eine Hose an. Und die Armschienen haben die normal auch nicht. Ne? Du läufst also faktisch fast nackt rum. Den einzigen Schutz, den du hast, ist hier dieses Lederkorsett. Wirklich eine Rüstung, die ich nicht schön finde. Ich würde sagen, die ist nicht mein Stil. Hierfür fehlt noch was. Für den Alttextil-Container. Ich sag's euch ehrlich. Nächste Rüstung. Die leichte Söldnerrüstung. Die finde ich wiederum cool. Die finde ich cool. War eine solide Rüstung für den Anfang immer. Ich habe mich immer super gefreut. Ich glaube, am meisten habe ich auch die Söldner gespielt als Gilde. Und ja, hier mit den Armplatten, obwohl die Platten nicht wirklich wie Platten aussahen, sondern wie Wellblech oder halt so ein bisschen Blech, was man drumherum gebogen hat. Hier die Stacheln so und alles aus Fell. Also ich denke, im Sommer schwitzen die Jungs ordentlich, da haben sie nur den einen Arm und den Kopf zum Auskühlen. Ich weiß ja nicht, aber für mich war es immer so eine Wintermod-Rüstung tatsächlich. Coole Rüstung für den Anfang, sieht okay aus, hätte ich gesagt. Würde ich aber ganz vorne einordnen. Ja, so. Nächste Rüstung ist Lesters Rüstung. Ich konnte dieser Rüstung nie viel abgewinnen. Ich sag's euch ehrlich. Die große Schulterplatte, ja, kann man mal machen, plus die Armschienen. Und der Rest ist ja eigentlich nur Stoff. Ne? Und sieht auch irgendwie so ein bisschen alt und vergilbt aus. Und hier hat er nur so ein paar Wadenwickel drumherum. Und die Farbgebung hat mir auch nie sonderlich gefallen. Also ein Fan von dieser Rüstung war ich nie. Deswegen habe ich die immer hier eingeordnet. Würde ich aber ganz vorne. Ist so ein D+ für mich. Nächste Rüstung. Die leichte Banditenrüstung. Auch wieder so eine Fellrüstung. Allerdings, ja, hat jeder Bandit im Spiel an.
Ist so ein bisschen wie die Lederrüstung. Sieht okay aus, hätte ich gesagt. Ist jetzt nicht verkehrt, die mal anzuhaben. Man sieht halt sehr schlank dadurch aus, ne? Gerade der Namenlose, weil er jetzt nicht so dieses weite Charaktermodell hat. Ich fand die richtig breiten Banditen sahen darin immer ganz gut aus. So. Okay, nächste Rüstung. Oh, da kommen wir gleich zum Übeltäter Nummer 1. Die mittlere Drachenjägerrüstung ist für mich eine der hässlichsten Rüstungen im Spiel. Wirklich. Weil. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist erstens alles einfach nur braun. Ich hätte mir gewünscht, die wollten halt einen Abstrich zur Feuermagierrüstung machen. Ne? Viel mit Leder gearbeitet, wahrscheinlich so deswegen auch feuerfest. Ein paar Platten, so ein bisschen Ringmail noch dazwischen, also so ein Kettenharnisch und. Und dieser Helm dazu. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so vom gesamten Design. So ein bisschen auf Samurai angelehnt, aber dann trotzdem irgendwo mittendrin im Prozess verkackt. So kam mir die immer vor. Deswegen, die ist auch absolut nicht mein Stil. Ich habe die auch immer sehr ungern gecraftet. Ja, ist nicht so meins. Wo ist sie denn? Hier. Die würde ich auch hier wirklich sogar. Na, obwohl, die kommt noch vor der Milizrüstung. Die Milizrüstung ist noch ein bisschen hässlicher. Ja. Nächste Rüstung, die mittlere Söldnerrüstung. Angenehme Rüstung, muss ich sagen. Die erinnert mich immer direkt an Gorn. Das ist so die Gorn- und die Rotte-Rüstung für mich. Bulko hat die ja auch an. Hier mit der übelst fetten Platte dran und so. Und jetzt haben sie mal ordentlich diese Metallplatten als Beinschienen und so eingesetzt. Finde ich cool. Cool gearbeitet. Hier noch mit diesem Löwenkopf. Coole Rüstung. Wirklich. Finde ich persönlich, sieht okay aus, ist noch vor der leichten Söldnerrüstung. Die Novizenrobe finde ich tatsächlich auch ganz schön. Ich sage immer schön, ne? Und dann kommt die in okay rein. Wundert euch nicht. Wenn ich schön sage, dann ist sie nicht wunderschön, sondern ist die hier im oberen Bereich. Und ich denke auch, dass die ungefähr hier zwischenkommt. Hatte ich immer gern an in der Prüfung des Feuers. Man hat sich dann auch so wirklich wie ein Novize gefühlt. War eine coole Rüstung. Cool designt, wirklich. Also da gehen Props raus. Auch die Farbgebung einwandfrei, ne? Für einen aufstrebenden Magier des Feuers, der natürlich noch keiner ist. Super. Oh. Oh ja. Eine der schönsten Rüstungen im Spiel. Die Paladin-Rüstung. Wirklich. Zwar finde ich die nicht ganz so schön wie Korangas Rüstung tatsächlich, weil. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Es sieht halt aus wie eine normale Ritterrüstung, nur in Ultra Heavy und Fantasy Look. Also die Ritterrüstung ist schon mehr an der Realität dran. Das hier ist, ich weiß nicht, also wenn du so ein Ding anhast, da schubst dich einer mal ordentlich von hinten und du liegst dann im Schlamm und kannst nicht mehr aufstehen. So sieht die aus für mich. Ja, aber geile Rüstung. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die dann hatte, wenn ich die aus dem Klosterkeller dann geborgen hatte und dann endlich hoher. Paladin war, oder Paladin im Allgemeinen, das ist ja nur einfach eine Paladin-Rüstung, ne? Ja, coole Rüstung, wirklich. In Gothic 3 haben sie die dann völlig verkackt, wie die dann da aussah, ich weiß nicht. Zum Glück gibt es einige Mods, die das beheben. Nächste Rüstung ist, die mittlere Piratenkleidung. Schwierig. Sehr schwierig. Ich finde, die ist hässlicher als die leichte. Aber. Ich würde es ungefähr hier anordnen. Ja. Sieht in Ordnung aus. So, dunkle Farbgebung. Dunkelbraun. Ich bin halt, ihr merkt schon, kein Riesenfan von diesen braunen Tönen. Aber hier hat man es mit Schwarz gemischt und so ein bisschen Silber noch dazwischen. Ja, aber ist in Ordnung. Also, ich hatte mich immer gefreut, wenn ich in Jaqen da die kurzzeitig bekommen habe für die Canyon-Jagd. Und da hatte ich die dann auch meistens an. Außer in den Hardcore-Mods, da dann nicht natürlich. Und das war eine stabile Rüstung, sage ich mal. Deswegen im oberen C-Bereich. Okay, die nächste. Oh, Ravens Rüstung. Ravens Rüstung finde ich auch absolut genial. Wirklich. Die hat sogar so kleine
wenn man mal näher drauf guckt, ey, es tut mir wirklich leid, ich hatte keine besseren Bilder dafür. Ich wollte jetzt nicht ins Spiel gehen und 150 Screenshots von jeder einzelnen Rüstung nehmen, deswegen so. Aber hier hat die so ein bisschen wie Flügeltexturen und das passt ja zu Raven. Und die hat auch dieses Reflektierende, wie so ein, wie der Chitinpanzer von einer Fliege, daran erinnert mich das immer aus irgendeinem dämlichen Grund. Aber die haben doch auch diesen reflektierenden Panzer, der immer so schimmert im Licht. So in grün, in blau, in lila, so in allen möglichen Farben gefühlt. Und das ist hier so in diesem schimmernden Blau. Ich finde die wunderschön, die Rüstung wirklich. Geile Rüstung. Kriegt man leider nicht im Spiel. Für mich sogar noch über der Paladin-Rüstung. Nächste. Oh Gott. Also das ist Alttextil-Container. Sofort. Das Ding würde ich verbrennen. Wie sieht denn das bitte aus? Vor allen Dingen dieser Hut. Wer kam denn auf die Idee? War das wirklich damals mal ein Richterhut? Sieht einfach völlig deppert aus, ne? Wirklich, wer damit freiwillig rumrennt. Naja, gut, der Richter, der ist ja auch irgendwie ein Arsch, ne? Der hat's verdient. Die Ritterrüstung. Ich muss sagen, so wie die da ist, ist sie für mich nur schön. Wunderschön. Sogar noch, ich hätte fast gesagt, vor der leichten Drachenjägerrüstung. Aber in der Nostalgik-Edition kann man die Kapuze abnehmen und da wird die sofort an erste Stelle hier rücken. Sobald man diese Kettenkapuze abnehmen kann, ist diese Rüstung wirklich, hat die ein immenses Upgrade und sieht einfach nur geil aus. Wirklich, da feiere ich die. Ich mag die sehr, wirklich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gern Paladine spiele, aufgrund der Rüstung einfach und der Waffen, die man bekommt, wie Innos Zorn und so. Aber eine Waffentierlist wird noch kommen, wenn ihr euch die wünscht. Ja, okay, und das nächste. Ah, Xardas Robe. Xardas Robe ist geil. Auf jeden Fall. Ich hätte aber nicht gesagt Gott hier. Irgendwie. Also es ist halt einfach nur eine Robe, ne? Ich finde es geil, dass sie hier so Spitzen hat, weil das verstärkt, dass es wirklich so Schwarzmagie und das Böse ist. Hier noch der untote Drache und die Farbgebung mit diesen unheiligen Runen, so nenne ich das mal, wirklich gelungen. Deswegen für mich ist sie aber noch irgendwie dazwischen. Genau. Auf jeden Fall vor der Feuermagierrobe, aber auch vor, direkt nach der Ritterrüstung. Genau. Ja. Schönes Teil. Oh. Ich denke, die Rüstung werden viele von euch mögen. Die Crawler-Plattenrüstung. Ich fand es immer sehr schade, dass keine verstärkende Variante dafür gibt, weil du kriegst sie ja durch so eine Art. Es ist so ein bisschen wie so ein verstecktes, ich will nicht sagen Easter Egg, es ist ja kein Easter Egg, aber so ein verstecktes Ding, das zu finden, ne? Ist eine sehr coole Rüstung, man muss ein bisschen was dafür tun, nämlich Crawler killen und die Platten entnehmen und dann bastelt ein Gestart eine Rüstung oder er gibt einen die Info dafür und Wolf bastelt die einen in Gothic 1 und in Gothic 2 war es Gestart oder Wolf, einer von beiden. Auf jeden Fall kriegt man von Gestart die Info, dass Wolf war. Ja, schöne Rüstung. Wirklich wunderschön. Ist für mich die gildenlosen Rüstung schlechthin. Wenn es jetzt noch eine stärkere Variante dafür gibt, die da noch Schutz vor Magie gibt und Schutz vor Feuer, weil die hat nichts von beiden, soweit ich das in Erinnerung habe, irgendwas mit Erz überzogen, dass die Platten dann dunkler werden, man hier noch so eine Art Kettenhemd drunter hat und vielleicht, ne, Helm braucht's nicht mal, aber vielleicht noch hier irgendwie was Verstärktes, so. Vielleicht so eine Art Beinkleid oder so was Robenähnliches, keine Ahnung, Umhang, irgendwas. Dann wäre die nochmal eine Ecke cooler, aber für mich auch Gott hier. Aber eher so, ich sag mal A, nee, S minus, S ist es ja, ne? S minus. Ja, okay, oh Gott, das Ding, wo sie immer sagen, trag das bloß nicht in bewohnten Gebieten. Ich habe mich dann immer direkt zurückteleportiert. Zu Laris, hab mit Vatras gesprochen, mit Laris hat niemanden gejuckt, dass ich das Ding in der Stadt anhatte. Und ich finde, diese Rüstung ist auch wenig ernst zu nehmen. Ich meine, du siehst, es ist so eine Art Lederrüstung, ne? Sieht für mich ein bisschen besser aus als eine Lederrüstung und so würde ich das auch einordnen. Ungefähr, warte mal, das Ding, diese ganzen Kleidung, die kommt auf jeden Fall ganz an Schluss. Ich würde sagen, sieht besser aus als die suchenden Kleidung, aber nicht besser als die Schattenrüstung. Ja, ist gut eingerankt, denke ich. Oh ja,
Das ist eine meiner Lieblingsrüstungen im Spiel. Jeder, der meine Let's Plays kennt, weiß, wie sehr ich für diese Rüstung schwärme. Ich finde die so wunderschön. Das Einzige, was ich immer zu bemängeln habe, sind die Schulterplatten. Irgendwie fehlt mir da was. Da muss nochmal eine ordentliche Platte drauf. Dann wäre die noch brachialer. Stellt euch einfach vor, dieses Rundschild und dann sind da noch so richtige Schulterplatten drauf. Einfach nur geil. Und das Leder von den Handschuhen hätte ich gern in Dunkel. Danke. Aber für mich wirklich eine Gottier-Rüstung. Ich hätte vor die Crawler-Plattenrüstung gesetzt, weil die mir persönlich halt besser gefällt. Aber an die drei kommt sie halt nicht ran. Weil der halt noch ein bisschen was fehlt. Die Schmiedeschürze ist halt eine Schmiedeschürze, ne? Nichts Besonderes. Sieht aber dennoch ganz okay aus, hätte ich gesagt. Ich hätte die vor die Bürgerkleidung gesetzt. Aber wie gesagt, nichts Besonderes. In manchen Mods kriegt man, wenn man Schmied wird, bei Harad bzw. Lehrling, die noch dazu. Die mittlere Banditenrüstung fand ich als Kind schön. Wirklich, ich fand die schön. Mir hat die immer gefallen mit diesem, immer wenn die NPCs vor dir stehen, wird immer das Gesicht so halb von diesem Schal oder was das ist verdeckt. Und sieht natürlich schon ein bisschen angsteinflößender aus als hier der Typ mit dem Kulturbeutel hier mit der leichten Banditenrüstung. Deswegen hätte ich die auch ungefähr hier eingeordnet. Noch vor der mittleren Söldnerrüstung, aber die schwere Banditenrüstung ist auf jeden Fall gelungen. Oh ja, okay. Die schwere Drachenjägerrüstung finde ich auf jeden Fall schöner als die mittlere. Durch die Klingen und durch die verstärkten Platten. Die hat auch viel mehr Farbgebung, viel mehr mit Metall gearbeitet, wodurch die halt brachialer aussieht. Im Endgame durchaus tragbar. Also ich finde, das Braun, das hat hier nicht mehr so viel Prominenz, sondern mehr so, also schon, aber das Metall ist halt mehr in den Vordergrund gerückt. Und aus diesem Grund finde ich die auch deutlich schöner als die mittlere Drachenjägerrüstung. Ja, und deswegen hätte ich die ungefähr... Ja, doch. Für mich ist die gutes B+. Ein B+ ist es. An die leichte kommt es nicht ran, aber ist eine coole Rüstung. Wenn gar die hässlichste Endgame-Rüstung. Denn die schwere Feuermagier-Rüstung ist schöner. Die hätte ich ungefähr hier eingeordnet. Nein, hier, genau. Noch vor der leichten Feuermagier-Rüstung, sage ich mal. Vor der leichten Feuermagier-Robe. Weil irgendwie mir persönlich... Ich weiß nicht, dass irgendwas gefällt mir daran nicht. Ich glaube, es sind die Schultern. Es sind die Schultern. Die sieht geil aus, keine Frage. Aber dass es über die leichte Feuerrobe kommt, da fehlt mir irgendwas. Es hat nicht so diesen farblichen Punch wie die leichte Feuerrobe für mich. Ne, das Pull-Moll-Bonbon, das hängt ja auch wieder um den Hals. Aber ansonsten, geile Rüstung. Aber da fehlt mir was. Die zweitbeste Endgame-Rüstung. Ich finde, das ist eine Honorable Mention schon fast. Beziehungsweise, viele ziehen die nicht mal an. Tatsächlich. Die kann man sich ja bei Engor kaufen im Minental, wenn man Miliz ist. Und diese Rüstung fand ich immer wunderschön. Wirklich. Die ist für mich wunderschön. Die kommt für mich... Direkt nach der Ritterrüstung. Geiles Teil. Also im Gegensatz zur leichten Milizrüstung sieht die schwere Milizrüstung wunderschön gearbeitet aus. Ich denke, am besten gefällt mir die Farbgebung. Kennt ihr diese Nike-Schuhe? Ich mache jetzt keine Werbung für Nike, aber kennt ihr die Nike-Schuhe, die auch diese Farbgebung haben? Und oder allgemein diese Basketballschuhe? Und daran erinnert mich das immer so ein bisschen. So dieses Rot-Weiß-Schwarz. Und die fand ich auch schon immer geil. Habe ich auch im Gym immer mal an. So. Super Rüstung, schöne Hose, schön schlicht hier gehalten, passt perfekt zu einer Midgame-Rüstung und ja, so ein bisschen diese Metallplatten oder Platten, kann man nicht sagen, es sind so längliche Metallteile, die reingearbeitet wurden. Geil, sieht halt aus wie ein königlicher Gardist, sage ich mal. Ja. Oh, das Ding. War für mich als Kind, ich komme immer, ja, der Danny immer, ja, für mich als Kind, aber das, als ich damals als kleiner Sohnemann gespielt habe, war
immer eine Rüstung, die ich haben wollte. Unbedingt. Und die habe ich sogar noch vor der leichten Drachenjägerrüstung immer angezogen. Wenn ich manchmal die Drachenjagd gemacht habe als Söldner, dann hatte ich lieber die an als die leichte Drachenjägerrüstung. Warum auch immer, ich habe die geliebt. Und für mich persönlich gehört die hierhin. Das ist auch immer so ein bisschen Lys-Rüstung. Und als Kind habe ich auch immer Lys so ein bisschen, nicht vergöttert, aber ich habe ihn sehr gemocht. Wirklich. Ich hatte immer so, wie alt war ich denn? 9 oder 10? Ich wollte immer so eine Stimme wie Lee haben. Das klingt schon ein bisschen, ne? Kinder halt, ne? Mit ihren Vorstellungen. Aber ich habe ihm gesagt, ich will später immer so wie der Synchronsprecher von Lee reden. Ich dachte halt, Lee würde wirklich so reden. In meinem Kopf gab es gar keine Synchronsprecher so. Ja, und deswegen auch diese Rüstung. Ich habe das so ein bisschen idealisiert. Und deswegen sage ich auch, die Rüstung kommt hierhin. Wirklich, ist für mich Gott hier. Okay, und die nächste, die Schürferkleidung. Ja, das Ding ist wirklich hässlich. Das ist einfach nur eine ranzige Hose. Und deswegen würde ich die direkt in den Container werfen. Ist aber noch vor dem Richter. Vorm Richter auf jeden Fall. Manche mögen die gute alte Butlerhose. Ich nicht. Das ist das Cornelius-Outfit. Und das hat mir auch wieder schlaflose Nächte bereitet, als ich in Gothic 1 die... Welche Mod war das? Othello? War das? Nee, das war nicht Othello, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und da konnte man die Erzbaron-Rüstung spielen. Und da kriegt man als leichte Erzbaron-Rüstung genau die. Und in Gothic 2 hat es natürlich der liebe Cornelius und der Statthalter Larius und noch ein paar Händler im oberen Viertel auf jeden Fall. Ja, sieht cool aus, so an und für sich. Ich meine, die Schuhe, geil. Und das sieht halt sehr pompös aus, ne? Als hätte jemand Geld. Ist jetzt nicht unbedingt mein Stil, aber würde ich ganz vorne einordnen. Wirklich. Die Wassermagierrobe. Ist schön, wirklich. Passt auch zum Wassermagier. Ist nicht so protzig. Ist eher so neutral gehalten. Hier auch mit diesen Linienformen, Wellenformen. Auch hier unten. Das ganze Blau. Ich mag sehr Blau und Dunkelgrün in Rüstung und auch Rot. Also diese dunklen Farbtöne, dunkelblau, dunkelgrün, dunkelrot, super schön. Das immer gemischt mit Schwarz, Silber, Gold. Sieht immer geil aus, wirklich. Und die hat es auch sehr gut getroffen. Ich finde die schöner als die schwere Feuermagierrobe, aber nicht schöner als die. Nicht schöner als die. Okay, und die nächste. Ah, zu guter Letzt. Was ist das? Die Metzgerschürze, ne? Vom Alvin. Ja, gut. Braucht man nicht drüber reden, ist jetzt nicht unbedingt mein Stil. Kommt aber noch vor die mittlere, um ihr mal zu zeigen, wer hier die Schürze anhat. So, das war die Tierlist. Ich sehe auch schon wieder, wir sind bei 27 Minuten. Ne? Ich erzähle einfach nur, was ich von der Rüstung halte und dann fliegt die Zeit immer. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das einordnen würdet. Und ja... Könnt ihr noch dazu schreiben, ob ihr dasselbe nochmal zu den Waffen sehen wollt. Weil Waffen gibt es ja noch einige. Ich würde dann vielleicht Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen jeweils separieren, weil das sind schon viele. Und wenn ich hier für die... Wie viele Rüstungen sind das? 39? 39 Rüstungen schon so lang brauche. Denke ich mal, da braucht es jeweils auch ein Video dafür. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne Likes, Abos, sonst was da. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen und tschüss.